Oh, hallo und willkommen zurück. Ja, wie versprochen, jetzt habe ich zwischendrin haben wir noch ein bisschen gefarmt und ein Fernglas gebastelt. War auch schon längst gekonnt. Dann hätten wir nämlich mitgekriegt, dass das eine Kanone nur Level 4 ist und somit mehr Kanonenfutter als Gefahr. Ich suche diese Meute an Köters. Da, Level 4, also. Bin vorsichtig. Nicht wieder von diesen Kötern überrascht werden. Klar, guck einfach mal gegen den Stein. Ja, so. Okay, die 5 müsste das mit Narkotik sein. So. Soweit ich weiß, kann ich Kanus nicht bolern. Gute Nacht. Da ist wieder das Rudel. Da ist wieder das ganze Rudel. Ja, eigentlich nur da drauf hetzen, ne? Mir ja schon reichen. Ich kann denen aber nicht entkommen, die mit ihrem verdammten Blutungsschaden. Mit einem würde ich es ja noch bringen. Dann noch ein Pärchenbonus. Das kann ich sowas von vergasen. Oh, eine Raptorin. Raptörchen. Ach nein, der Durst, der macht einen beknackt, ey. Ich muss mir eine Wasserleitung klar machen. Kanu habe ich nur gelegt, den würde ich gleich gerne auf die Revengers schicken. Oder Revengers oder Scavenger 28, der ist nicht scheiße, aber. Lock den erstmal hier rüber. Hey Rabbi! Raptor! Mach mal die Augen auf! Boah, sonst seid ihr doch immer so aggro. Aber weh, du brauchst das mal. Ja, endlich! Morgen! So, komm her hier. Kommst du, kommst du. Hier bin ich. 5. Gute Nacht und so, ne? Lauf recht gut. Klar. Klar, was ich jetzt machen will, ne? Ob das so schlau ist? Besser nicht. Besser lasse ich das doch. Ich lasse doch besser drin. Das Kanu kann die auf jeden Fall ein gutes Stück beschäftigen. Stimmt schon. Okay. Stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Ich wollte da jetzt eigentlich das Prime rausprügeln. Aber so ein Kanu kann schon deutlich mehr als einen Raptor. So, dann mal schnell da hoch. Raptor
Doktor pennt da unten. Im Moment nehme ich alles, was mir vor die Flinte lübt. Ja klar. Gib mir mal noch so ein Stack davon, danke. So. Okay. Und jetzt wollte ich dem rohes Fleisch geben. Immer noch besser als gekochtes. Meine ich. Das Lamm müsste ja eigentlich Schrott sein. Ja, das Lamm ist Schrott. Das hat es noch nicht mal zum Abraten geschafft. Wisst ihr, wo ich welches herkriege? Was würde ich für ein High-Level machen? Dann würde ich den hier einmauern, aufwachen lassen. Das wäre alles egal. Pimm mal, Digga. Pimm mal weiter da. Ah ja, ist klar. Mit Rohfleisch, das geht ja zügig, wa? So, was ist denn In-Game-Time? 4.23 Uhr, also die Sonne geht gleich erstmal auf. Die Viecher kriege ich auch nicht da hoch, also ich muss da später Rampe oder sowas basteln. Das ist ein echt großes Rudel von diesen Mistviechern. Plus Alpha und allen Schnickschnack. Deswegen will ich ja unbedingt... Will ich das Kanu ja auf die drauf hetzen, ne? Dann sind die mit dem Kanu beschäftigt und dann baller ich den Tranquilizer-Darts rein. Oh, Real Life hätte der den Durchfall seines Lebens, ja. Ja, genau. Jetzt will ich, dass das Kanu... Okay, geht nicht. Jetzt heißt es rennen. Weiß nicht, sind die hinter mir her? Nein, sind sie nicht. Oh, der Rappi ist fertig. Will die Viecher trennen. Das muss doch irgendwie machbar sein. Wir können doch nicht in so einem krassen Familienverbund leben. Mal sehen, wie schnell die das Kanu zerpflückt haben. Wahnsinn. Ich weiß, was ich mache. Ich habe einen Crossbow oben. Ich gucke, ob ich die von oben abballern kann, ey. Eieieiei. Trankpfeile. Ich kann auch noch neue machen. Mats ist genug da. Mal den Crossbow, mein Freund. Crossbow. Trank. Crossbow nutzen. Gucken, ob ich die von hier aus kriege. Das wäre nämlich vielleicht sogar ziemlich cool. Nur einen. Einer reicht mir. Ja, ist gut. Hier. So, genau, so meine ich das. Meinst du, das klappt? Naja, bleibt wieder im Berg stecken, ne? Oh Mann. Alles nicht so einfach, denn es ist arg. Trifft er echt nicht. Erstmal die Billigpfeile. Nö, keine Chance, ich treffe die nicht. Schlecht kann ich da... Also schlecht schieße ich nun wirklich nicht. Da
Bleiben bestimmt hier irgendwo hängen. So, habe ich jetzt doch getroffen irgendwann mal. Weil ich Kampfmucke höre. Kampfmucke. Alle weg. Alle weg. Mit Ludokus kann ich nicht viel mit anfangen. Da sind sie. Das ist so eine schwierige Angelegenheit. Ich kann auch auf die Pilze hüpfen, aber die Pilze kommen nicht dahin, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Wow! Nur einer? Ey, ich gehe das Risiko ein. Schneller. Wie viel Torpo hast du, Mistvieh? Ich meine, du bist 48, ist klar. Fall um, ey! Ah, nein. Sind doch noch solche Drecksviecher. Die so einen hohen Topo haben, okay. Natürlich doof. Oh, und Rapier haben sie aber nicht so viele getan, wa? Was du erstmal brauchst, ist Ausdauer. Du sollst nicht kämpfen, du sollst laufen hinterher. Diese Mistviecher, ey. Solche Viecher sind das also. Kommt das Vieh jetzt? Ja, das beißt in meine Leiter. Okay, sind sie alle drei da. Der Raptor ist auch Geschichte. Ich hätte ihn sowieso erstmal nicht hier hochgekriegt. Viel eher. Das nehme ich die Leiter da unten weg. Das sind voll die krassen Kollegen. Stell mich aber auch blöder an dem Moment. Ich könnte echt mal so ein Fanggehege machen. Gut ist. Mal gesehen, die machen nicht allzu viel Schaden an Wood. Jetzt weg? Nee, sind die überhaupt nicht. Nein. Moment mal, das ist doch... Bestimmt doch Buki. Aha. Der Alpha macht direkt die Mücke. Das ist aber ein feines Früchtchen, du. Nimm mir aber ein feines Früchtchen, du Alpha. Also Rudel Alpha, ne? Wollen sie laufen? Bam. Ja, genau, bleib da.
Nicht gut. Oder auch nicht. Ach Mann. Nein, da kann ich nicht hinschießen. Komm schon. Genau. Na gut, dass das keine Thylakoleo-Kletterer sind. Huhuha. Dann hätte ich jetzt echt ein Problem. Ups. Aber dass man so beschissen schießen kann, kann ich in Erinnerung. Hitboxen sind echt ein Krampf. Ihr habt meinen kleinen Leuchtefisch gefressen, ihr Säcke. Die sind ziemlich schnell am Flüchten, ne? Für das große Maul. Jetzt lauf bloß, ganz schnell, ey. Oh, guck mal, einer ist noch da. Einer. Sollte ich es versuchen? Ne, jetzt kommen sie alle wieder. Nee, dann spare ich mich das. Dann mache ich es halt nur kaputt. Aber hier werde ich mir echt eine Fangarea einrichten. Könnte ganz gut sein. Komm schon. Blödes Alpha-Vieh. So oft gekillt, ihr Schweinepriester. Ja, wo sind sie? Ja, nicht erreichbar. Weil wegen. Da eine? Ist das richtig? Yep. Man lässt sie nicht treffen. Jawohl, sie sich nicht treffen lassen. Come on. Sah gerade aus, als ob der wie so ein Thüler doch hochlaufen wollte. Aber hat er dann sich anders überlegt. Glück gehabt. So, meine eine. Stirb endlich. Boah, das sind immer noch alle drei. Keiner hat sich abgesetzt. Gib mir mal. Ah, damit komme ich gar nicht erst so weit. Okay. Schluss mit lustigen Tönen. Vollen Rudelbonus, wenn ich da zu Fuß runtergehe. Egal mit welcher Waffe, die machen mich kalt. Ich habe eine Idee. Echt eine Idee. Flinte. Ja. Was hat die denn für eine Munition? Benötigt 1 Gramm Leuchtpistole. Waffenkammer, Haltbarkeit.
Die Muni wurde hier drin hergestellt, ne? Flinte, genau. Och du Scheibenkleister, 95 Metall. Kann ich auch eine Plattform bauen, toll. Über 60 Rohmetall. Jetzt durch, ne? Das ist echt eine große Reiterunde machen. Um endlich Metallerze zu finden, also richtig. Von hier aus nicht schießen kann. Ich könnte jetzt einen Pillar runterziehen, das Ceiling drauf klatschen. Das ist doch ein riesiger Akt. Kann die Viecher auch einfach mal ignorieren, ne? Im Ernst, so, das ist ja echt der Wahnsinn. Naja, das vergesse ich. So, muss mal gucken, wo wir Metall herkriegen. Was haben wir denn auf der Karte schon alles entdeckt? Oh ja, doch nicht so viel. Okay. Okay, das kommt rüber, das kommt rüber. Der Bogen sowieso. Okay, reparieren. Reparieren. Da. Reparieren. Das kann man immer noch nicht von hier unten aus. Na gut. Noch ein bisschen Holz. Dup. Was. Fasern. Hab ich doch ohne Ende. Fasern. So. Reparieren. Und ich ziehe jetzt ohne Tierchen los. Sondern bin solo. Wenn ich noch irgendwas Tolles finde. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt die Pfeile schon darüber geschossen habe, aber es funktioniert nicht. Okay. Lampe. Guck ich mal, dass ich irgendwo echtes Eisen finde. War hier so eine leichte Pflanze. Genau, die macht gleich und Zunge raus. Genau, aber man kann nichts mit der machen. Die ist... Da steht, die ist harvestbar. Na nur? Damit nicht. Mit der Hand? Tja. Wohl nicht. Egal. Hier ist nix. Ach, schon wieder. Hier war ich. Hab ich mich doch schon mal verfranzt. Egal, ich springe mich jetzt mal hier vorsichtig runter. Ja, genau. Vorsichtig vor allen Dingen. So. Von da unten eine Wasserleitung nach oben. Das wäre ein Traum. Auch den werde ich mir irgendwann erfüllen. Wow, das hat natürlich geschmerzt, aber sowas von. Boah, mein erster Schluck echtes kaltes Wasser. Nehmen nur das Metall mit. Komm jetzt heil. Hier gibt's Piranha. Wir haben uns schon zigmal angekaut.
Ich habe nicht die Hoffnung, lebend zurückzukommen, aber man kann es ja versuchen. Okay. Trotzdem bin ich fast tot. Die hauen rein. Picharanias. Echt krass. Da, vollwertiger Supermetallklumpen. Nicht nur einer. Ganz schön viele. Und da oben wohnen wir. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Komm, wir klöpfeln den einen da ab. Boah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wie geil. Na, Gewicht. Resistenz oder Wasser wäre mal nicht schlecht. Schon fast gedacht, dass hier unten sowas gibt. Oh, ein Nachtsichtgerät wäre jetzt episch. Wahrhaft episch. Ich bin überfüllt, war ich doch eben noch nicht. Wie ist denn das Scam? Nein, nicht so viele. Bin immer noch madig, so faul. Voll. Dann wiegt fast nichts. Ach ja, stimmt, da stehen ja noch die dämlichen Wölfe rum, ne? Junge, Junge, für ein bisschen Metall hat man hier echt voll die Action. Paraceratherium, das müsste bei uns in der Nähe sein. Ich glaube, hier geht jetzt gleich unsere Leiter hoch. Jupp, dem ist so. Lauf! Ja, die blöden Köter. Aber ich habe es zur Leiter geschafft. Ja, nice. Cool. Wir haben dann jede Menge Metall da liegen. Müssen es nur noch irgendwie hochkriegen. Aber das lässt sich wohl lösen. Erstmal, ich meine, ich habe die Viecher selbst dahin gelockt, ne? Das ist auch schon mal klar. Bett, Holz und Stroh. Zwei Stück noch. Als Dach kriege ich gleich schon wieder. Bin ich ganz stark von überzeugt. Acht. So toll, dass ich nichts sehen kann. Das hat jetzt auch nicht viel mehr gebracht. So, einfach nur ein paar mehr Betten. Viecher sind tatsächlich noch direkt darunter. Ja, ich ziehe die jetzt einfach hier weg. Einfach vor allem, ne? Genau. Hier geht's lang. Du bist schwer verwundet. Wo sind sie? Yep. Kommst du, kommst du.
rum. So, komm, du kommst, du kommst, du kommst, so. Genau, beißt das Paraceratherium und du hast ein Problem fürs Leben. Sag ich doch. Geht schon los. Ja, komm, ich hau noch ein bisschen was ins... Genau. Jetzt mal war es der 68er. So. Sind sie weit genug weg? Jetzt gehe ich schnell bei Bett runter. Loote mich? Muss ich aber gucken, warum der Lootstrahl nicht aktiv ist. Das ist ja voll doof. Ja, gestern hatten wir es, jetzt plötzlich nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Doch, habe ich keine Ahnung. Aber es ist schon cool, das hätte ich gerne wieder an. So, wo hatten die mich denn aufgefressen? Mal direkt an der Leiter. Zack. Nice. Oh, jetzt genug Material. Schön. Was haben wir uns denn alles da geholt? 350 Eisen und wir wissen jetzt, wo es noch mehr gibt. Muss jetzt nur diese Köter da mal loswerden, die im Übrigen das Paraceratherium wohl gefressen haben. Alter Schwede, das sind Mistviecher, ey. So, das Eisen eben darüber. Zack, 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 zapp, zapp. Dann mich mal eben antrecken. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, endlich. So, ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Vergesst nicht, Tipps zu geben. Ist immer willkommen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.